Willkommen zu Hand of Blood. Der Let's Player, der den Horror in dein Wohnzimmer bringt, in deine Küche, in dein Kapäuschen, in deinen Besenschrank. So, da sind wir wieder bei Dead Space 2 und wir waren stehen geblieben, wir waren hängen geblieben in diesem super Fahrstuhl. Der sieht richtig sicher aus, bisschen rostig, bisschen. Aber er erfüllt seinen Zweck, nicht wahr? Und gleich hält er an und es passiert irgendwas und ich kacke mir in die Eier. Doch nicht. So, was haben wir hier? Hier ist ein Energieknoten. Haha, jetzt machen wir Folgendes. Wir fahren wieder runter. Ja, da war nämlich so eine Energiesperre, konnte ich überbrücken. Aber dafür brauchte ich einen Energieknoten. Mal sehen, was dann passiert. Wir probieren es einfach mal aus. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Und ich habe sau viel Harpunenmunition. Muss mal verballern. So, Freunde. Wo war das? Genau hier. Ja. Jetzt geht die Tür auf. Da liegt was. Es ist einfach ein Raum mit sau viel Knete. 10.000? Ein mittleres Medipack? Halbgleiter Gold? Inventar ist voll. Nein, der ist 3.000 oder so wert. Was ist das hier? Das ist einfach nur... Nein, ich will den da sehen. Jetzt nerv mich doch nicht. Das ist Plasma-Energie einfach nur. Was hier noch drin? Strahlmunition? Das Inventar ist voll. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Medikit einsetzen. Ne? Warum auch nicht? So. Geil, jetzt brauche ich nur noch einen Shop, wo ich den Kram verkaufen kann. Die Frage, hat sich das gelohnt? Ein Energieknoten für 5.000? Eigentlich 13.000, weil der Halbgleiter Gold ist ja auch noch 3.000 wert. Wenn ich mich recht entsinne. Und ein bisschen Munition. Da hätte ich eigentlich lieber meine Strahlenkanone aufgewertet, damit es noch breiter wird. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So. Was mich ein bisschen stört, um überhaupt was zu sehen, muss man immer anvisieren, ne? Also, weil dann die Taschenlampe da ist, also wenn es richtig dunkel ist. Das heißt, man kann sich nicht schnell fortbewegen eigentlich, wenn man wirklich sicher sein will. So. Hallo? Junge. Jetzt bin ich wieder in so einem Wohnblock oder so. Hier sind Kerzen auf dem Boden. Sau, der Sektenverein, ey. Der ist nicht tot. Haha. Ich durchschaue aus inzwischen. Es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Es ist. Da liegt ein Typ. Den kann ich auch nicht aufheben. Das heißt, er lebt auch. Nicht. Okay, da habe ich mich geirrt. Kann ja mal vorkommen, so hat ihn. Oh! Ah! Ah! Krabbelfiecher! Krabbelfiecher! Da war doch was mit ihm! Ich irre mich nie! Junge, der hatte sau die Parasiten in sich drin! Oh, ich dachte schon, die Tür geht einfach nur zu. Ein Textlog. Mhm. Wahrscheinlich über diese Sekte hier, Alter. Bla. Aha, Wiedergeburt. Ja, ja, voll die Sekte. Junge, Junge, Junge. Hier, zieht's euch rein. Das ist ja wie bei Assassin's Creed hier. Da hat er ja über seinem Bett auch immer so eine Zeichen. Hier. Wir glauben an den heiligen St. Petrus, dass er uns die Alien bringe. Und mich ficken, dass sie mich ficken mögen. Die Alien. Steht da? Steht da? Der hat eine der hat einen Beutel über dem Kopf. Der wurde mies entführt. Ach, er will auf Klo. Okay. So. Tja. Jetzt kackt dir einen ab. Jetzt kannst du nochmal spülen. Los. Okay, ich guck weg.
Fertig? Schön. Dann kannst du wieder ins Bettchen. Das Spiel ist so geil. Kann dir so viel Scheiße bauen, wenn man Bock hat. Also es dürfen nicht die falschen Leute spielen, ey. Die würden gar nicht vorankommen. So wie ich. Wo? Oh! Alter, ihr schon wieder? Geht weg! Igitt! Alter, wie viel Munition die verbrauchen. Okay. Vielleicht kann man die auch irgendwie anders bekämpfen. Wenn die das nächste Mal kommen, versuche ich Nahkampf. Es ist, Nahkampf. Ja, brauchst du gar nicht das Maul so weit aufreißen, ey. Wo waren sie Donnerstagabend? Sag es! Wo waren sie? Ich nehme ihren Arm und schlag sie damit. Wo waren sie Donnerstagabend? Am Tatort sind ihre Arme zu sehen. Hallo, Leute, ich brauche eine andere Waffe. Die hat nämlich keine Muni mehr. Impuls, sonst was. Alter, hier liegen sie auf die Arme. Hab ich alle. Aus dem kamen sie wieder raus, ne? Junge, Junge, wascht euch mal, ja? Widerlich. Da liegt. Wow. Achso, wieder so ein Ding. Ich wollte eigentlich die Laterne da nehmen. Das geht aber nicht. Wieder eine Toilette. Okay, alles clean. Nicht. Ihr sollt euch waschen. Da braucht ihr euch nicht über so einen Parasitenbefall-Scheiß beschweren, ja? Braucht ihr gar nicht erst ankommen, braucht ihr. So, was haben wir? Und der platzt auch gleich. Nein, der nicht. Bin auch nochmal sicher. Junge, Junge, Junge. So. Du aber. Ah ne, das sind Kissen. Hallo? Oh, ist das schön, da ist so ein Kinderzimmer. Ne, Kinder! Dann kommen wieder die Kinder. Die Inder-Kinder. Nein. Keine schlechten Witze mehr. Oh Gott. Was ist da? Credits? Toilette? Hier geht's dann nirgendwo mehr weiter. Hier ist das Kinderzimmer. Jetzt passiert was. Achtung. Wow. Ihm ist übel. Ja, dann stirbt er. Mann. Nicole ist tot. Du bist nicht real. Na, gedisst. Bam. Ich leide nicht unter Realitätsverlust. Alter, sau das Kinderzimmer. Wer verwöhnt sein Kind so krass? Ich meine. Keep us safe from monsters. Oh, ein Tiger. Oh, ist das Bildschirm. Und Teddy. Oh, süß. Oh, Credits. Hinterm Teddy, ne? Bisschen Taschengeld, 1000 Credits. Hier ist ein Bettchen. Für die Puppe oder was? Junge, Junge, Junge. Ich hasse euch, Kinder. Also in dem Spiel. Um Gottes Willen, ja? In dem Spiel. Take me. Hoho. Steht am Bett. Take me. Ach, take me home. Take me. Take me home, ja. Nee, die war noch nicht in der Pubertät. Oder er, weiß ich ja nicht. Na gut, die Pferdchen, eher eine sie. Gott, pack das Bettchen weg. Junge, die Bilder mag ich auch nicht mehr sehen. Ich hasse diese Kinder hier. Wollen mir mal in die Leber und so. Ekelig. Hier ist wieder ein Kackstuhl. Jawohl. In keiner Toilette ist was, ja? In keiner. Sesam, öffne dich. Ich will aus dieser Sektenanstalt hier raus. Kleiner Scherz am Rande. Sind Ameisen religiös? Ja, sie sind Insekten. Oh Gott. Ihr könnt mich auch als Clown für eure Kindergeburtstage engagieren. Bin ich dabei. Okay, da gehen wir noch nicht hin.
Das sieht mir zu krass aus. Hallo? Hallo, hallo. Habt ihr das gehört? Spul zurück, gerade eben. Isaac. Ja, was ist denn? Du musst lauter sprechen. Hier, dahin sind auch noch Kerzen. Hier sind überall Kerzen. Zu viel Ameisen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Öffnen. Jetzt wird geräumt. Freunde der Sonne. Dana, Tightmans Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier. Beeilen Sie sich. Wow. Okay, okay, okay. Okay, okay. Beeilen. Ist nur ein Kriegsschiff. What the fuck? Muss ich mich jetzt wirklich beeilen? Nö, oder? Eine Story, ne? Schon. Ja, egal. Oh! Junge, beruhig dich! Ja, da hast du keine Beine mehr, du Schwanz. Beinahe hätte ich was richtig Böses gesagt. Du Schwanzloser, du hast keinen Schweif. Okay, wir gehen einfach weiter und tun so, als wäre gerade nichts passiert. Okay? Gerade nur bei Kindergeburtstagen und jetzt schon bei Schwanzlose. Ach ja, ich hab's so drauf. Nicht. So, die kommen in letzter Zeit immer aus den Wänden. Das mag ich irgendwie nicht so. Mhm. Über die Brüstung und weg mit dir. Wow, wie viel Power! Junge. Okay, was haben wir hier noch? Hier geht's nicht weiter. Ach, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Wieso? Oft? Wie hoch will man eigentlich hin? Habe ich gerade was gehört? Noch mehr Kerzen. Wir haben es noch nicht geschafft mit den Insekten. Mit den Ameisen. Eine Speicherstation. Hallo? Okay, da geht's ordentlich weit. Wieso sind hier überall Kerzen? Ich hätte mir diesen Textlog vielleicht mal genauer untersuchen, durchlesen sollen. Ist das eine Zielscheibe? Was sind hier eigentlich für Bilder? Kreditautomaten. Avenge the day. One, two. Oh, da steht was Langes. We are? Nee. Doch, we are people of influence. We have in... Kann ich nicht lesen, Alter. Schreib doch mal. Weißt du? Keine Grundschule gehabt, oder wie? Klar und deutlich schreiben. Okay? Okay, dann speichern wir jetzt. Oder? Was steht hier noch? Vielleicht kann man das lesen. Ja, das sind irgendwelche Hieroglyphen. Kyrillische Schriftzeichen oder so, Höhlenmalereien. Junge, 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 keine Bildung mehr in der Zukunft, oder was? Das ist schon die Aliensprache hier. Aber ich finde das ganz cool, wenn in so ein Spielen an den Wänden immer so eine kleinen lustigen Dinge, Sachen stehen, sowas wie Take Me am Bett oder so. Naja gut, dann speichern wir hier erstmal. Speicherstation. Take me. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Dead Space 2 mit eurem Hand of Blood. Empfehlt mich weiter, Leute. Empfehlt mich einfach nur weiter. Bis denn. Bis zum nächsten Mal.